Und herzlich willkommen zu einem weiteren Mod-Tutorial, nämlich von End.io. Ich finde, diese Mod ist ziemlich nützlich, denn man kann sie gut für Kabelmanagement, hier oben für die Kabel, oder auch für Energiespeicher, Nutzmaschinen, aber auch als Item-Lagersystem gut nutzen. In dieser Mod geht es hauptsächlich um Technik und um Energie, weshalb es sehr wichtig ist, dass man für ausreichend Energie sorgt und auch einen guten Speicher hat. Dazu gibt es drei Möglichkeiten, einmal den Basic Capacitor, die normale Capacitor Bank und die Vibrant Version. Sie können unterschiedlich viel Energie speichern und natürlich die beste ist die Vibrant mit 25 Millionen, danach die Capacitor mit 5 Millionen und dann die Basic mit 1 Million. Wenn man nun den Lagerplatz durch 1000 teilt, erhält man den maximalen Input und Output. Der steht dann da, kann man auch noch, wie man will, konfigurieren. An den Seiten kann man auch noch die Outputs einstellen, so wie bei fast jeder anderen Maschine. So, wenn man natürlich dann erfolgreich diesen Kreis aufgebaut hat, dann kann man diesen Kreislauf wunderbar durch einen Power-Monitor überwachen, denn da sieht man den Content Storage, den Capacitor Bank Storage, die Maschinenbuffers, also wie viel Energie in den Maschinen gespeichert wird, den Input und den Output von dem ganzen System. Ein weiterer sehr nützlicher Gegenstand, auch zum Überprüfen von den Input, Outputs und Storage-Ding, ist ein Conduit-Probe. Da macht man eigentlich einfach Rechtsklick auf das Energiekabel. Und schon kriegt man im Chat dieselben Daten wie in dem Power Monitor angezeigt. Um überhaupt erstmal Strom herzustellen, gibt es zwei Varianten. Einmal durch einen Kohlegenerator oder durch Solarpanels. Da gibt es einmal die Advanced und die normalen Photovoltaic Cells. Diese bringen 10 RF pro Tick und die Advanced 40 RF pro Tick. So. Jetzt möchte man natürlich die Energie auch noch nutzen. Da gibt es verschiedene Maschinen, zum Beispiel auch ziemlich nützlich einen Sägemehl. Da kann man dann nämlich einfach ein Erz, zum Beispiel Eisen, reinlegen und schon wird das durchgeschmolzen. Beschleunigen können wir den Prozess unter anderem durch einen Octetic Capacitor. Das ist natürlich die beste Variante, aber auch gehen tut ein Double Layer Capacitor. Der ist zwar nicht so gut, aber natürlich auch ein bisschen billiger. So, einen kann man davon reinlegen und schon sieht man, wie das Ganze viel schneller geht. Natürlich entstehen bei den meisten Erzen auch noch ein paar Nebenprodukte, zum Beispiel Cobblestone oder hier auch Ferrous, was eigentlich bei Eisen ziemlich nahe liegt. Auch im Alloy-Smeltern kann man die Energie gut nutzen, denn man kann dort das Pulverized Ore einfach gut durchschmelzen. Auch hier kann man den Prozess mit einem Capacitor natürlich nochmal verschnellern. Die Besonderheit bei dem Alloy-Smelter ist, dass er gleich drei Pulverized Erze auf einmal schmelzen kann. Auch andere Sachen lassen sich in diesem Ofen schmelzen, wie zum Beispiel die Spezial-Alloys von dieser Mod zur Herstellung von zum Beispiel den Kabeln. Auch sehr nützlich ist diese Mod, wenn man mal die Kabel ein bisschen verstecken will. Man sieht hier schon, die Kabel sind ziemlich klein und auch noch eine tolle Sache sind hier die Conduit-Fassaden. Man hat nämlich eine Painting-Maschine, da kann man sich dann einen Block aussuchen. Zum Beispiel Stone Bricks, legt man dann hier drauf und schon wird mit dem Capacitor, das beschleunigt, eine Fassade hergestellt, die angemalt ist mit Stonebricks. So, wenn wir diese herausnehmen, können wir diese über diese Kabel und Leitung legen und wir sehen nichts mehr. Keine Kabel, aber Strom und die anderen Sachen werden immerhin noch weiter geleitet. Aber es sieht genauso aus wie der echte Stonebrick, den wir hier nochmal drin haben. Sieht exakt so aus, also eine perfekte Tarnung für zum Beispiel ein Haus.
Eine auch sehr nützliche Maschine ist der Wireless Charger, denn wenn man sich im Umkreis von einem gewissen Radius von ihm befindet, werden alle elektrischen Sachen, zum Beispiel die elektrischen Waffen oder Werkzeuge oder auch die Rüstung, aufgeladen. Dann gibt es natürlich noch eine Vakuumchest, auch sehr nützlich, denn wenn man ein Item droppt, wird es sofort eingesaugt und man kann es im Inventar dieser wiederfinden. Auch von Ender.io gibt es einen Spawner. Er nennt sich Powered Spawner und man kann ihn mit einem Broken Spawner im Amboss kombiniert, den es übrigens auch in der Darkseed Edition von Ender.io gibt, kombinieren und so kriegt man jeweiligen Spawner. Broken Spawner kriegt man, indem man ganz normale Minecraft Spawner abbaut. Das wird dann natürlich in dieser Modifikation Broken Spawner gedroppt. In diesem Fall kann man ihn einmal auf Capture, wo man eine Mobseele capturen kann, einfangen kann, oder auf den ganz normalen Spawn-Modus gestellt. Hier dauert es eine Weile, mit dem Capacitor beschleunigt, geht es etwas schneller und es werden in diesem Fall Hühnchen gespawnt. Hier hinten und hier vorne kann man das ganz schön sehen. Das mache ich jetzt aber wieder aus, weil es ist relativ nervig. Auch sehr nützlich zum Verzaubern ist einmal der Enchanter, indem man ein Book and Quill zusammen mit dem jeweiligen Material kombinieren kann. Und so erhält man dann verzauberte Bücher, ohne dann auf Glück setzen zu müssen. Und da gibt es ganz schön viel. Natürlich kommt es auf die Modifikation an. Da kann es natürlich auch nochmal Variationen geben. Natürlich kostet es auch einige Level, aber dann kriegt man das Buch, was man letztendlich haben will. Und um Level auch nicht zu verlieren, kann man diese in einem Experience-Obelisken speichern. Und da kann man wirklich viele, viele Level speichern. Also, bis man den voll hat, da braucht man lang. Ziemlich lang. Ein paar tausend Level dürften es mindestens sein. Was ich auch noch ziemlich cool finde, ist das Glas von Ender.io. Man kann es erstens mit einer Spitzhacke abbauen und es droppt. Außerdem gibt es eine Enlightened Edition, die sogar im Dunkeln leuchtet. Und es gibt noch eine Blast Resistance Edition. Diese kann man mit Nether Quartz herstellen. Gibt es auch in der Enlightened Edition mit Glowstone, muss man das da herstellen. Dafür auch sehr nützlich der Alloy Smelter. So leuchtet dann das ganze Glas in der Nacht. Also es ist wie eine Fackel, macht dieses Glas schön hell. Wie ich am Anfang des Videos schon erwähnt habe, gibt es ein Item-Lagesystem. Dazu braucht man ein Inventory-Panel, ein bisschen Nutrient, wo ich jetzt im Tank gespeichert habe. Das bekommt man, indem man ein Bett nimmt und verschiedenste Materialien, kann man dann bei Inventory-Tweaks nachschauen, reinlegt. Daraus und ein bisschen Wasser erstellt sich dann Nutrient. Das benutzt ist quasi die Antriebswelle für dieses Inventory-Panel. Um das jetzt auch noch wirklich nutzen zu können, verbindet man dieses Inventory Panel mit Item Conduits zu den jeweiligen Kisten. Okay, die obere kann man jetzt nicht mehr aufmachen. So, aber jetzt zu den Kisten. Und hier kann ich euch auch nochmal die Kabel zeigen. Wie ich gerade genannt habe, gibt es Item Conduits und dann gibt es Energiekabel. Die gibt es in verschiedenen Stufen. Die sind natürlich verschieden stark. Wenn man Implied Energistics noch installiert hat, gibt es dann auch noch mal die zwei verschiedenen ME-Conduits. Dann gibt es die Fluid-Conduits, die ich verwendet habe, hier um den Nutrient-Tank zu verbinden. Und Redstone-Kabel, wo man dann Redstone-Signale ganz einfach weiterleiten kann. Kommen wir zurück auf das Inventory-Panel. Und damit das jetzt wirklich verbunden ist, muss man in die Item-Conduits erstens am besten In and Out einstellen. Und eine Remote Awareness Upgrade reinlegen. Das muss man auch bei der Einstellung von dem Inventory Panel machen. Um es einzustellen, klickt man einfach auf dieses eckige Feld an der jeweiligen Maschine, Kiste, was auch immer. Und dann kommt man in dieses Menü und dann kann es da einstellen, In, Out, Extract, Insert. Damit jetzt auch wirklich was einfach so extracted wird, muss man das dann auf Always Active stellen. Bei dem Lagesystem ist das jetzt nicht notwendig.
Wenn jedoch kann man diese Kabel auch ineinander verlegen. Und damit man da jetzt nicht durcheinander kommt, gibt es eine schöne Wrench. Dadurch kann man auch durch Fassaden durchschauen. Und man kann einstellen, welches Kabel man nur angezeigt will. Entweder gar keins, alle oder die verschiedensten Kabel. Damit man bei dem Einstellen von diesen Kabeln jetzt auch noch den Überblick behält, hat man natürlich immer nur ein Rechteck und man kann hier zwischen den verschiedenen Kabeln außen wechseln. Im Inventory Panel kann man einmal hier nach den Items, die hier angezeigt werden, suchen. Zum Beispiel hier nach einer Dark Axe. Na, hier, dann kriegt man es ja angezeigt. Dann kann man hier einen Gegenstand craften und dann zurücklegen. Angenommen, ich lege hier was raus, kann ich nicht einfach reinlegen, sondern ich lege es dann hier hin und er zieht sich das, wenn das Kabel da hinten auf In-Out und Extract Always Active steht, sich automatisch wieder rein und schon sind die ganzen Items wieder in die Kisten einsortiert. Natürlich sortiert es auch ein bisschen um, teilweise, ja. Es bringt ein bisschen durcheinander, aber das ist ja dann egal, weil man sieht es ja hier ganz übersichtlich. Auch sehr nützlich von NIO sind die Waffen und Tools, sowie auch die Rüstung und zum Beispiel ein Elektromagnet. Elektromagneten ziehen Items, die man droppt, einfach wieder an. Zack, zu einem zurück. Natürlich werden die natürlich von Vakuum-Chests, glaube ich, bevorzugt, deswegen sollte man es nicht in der Nähe machen, aber so kommt's direkt einfach wieder zurück. Auch sehr praktisch. Die Rüstung kann man ganz normal halt haben. Da braucht man einen Dark Steel. Stellt man sich im Leusmelter her. Und da kann man dann upgraden mit zum Beispiel Energie, damit sie Energie speichert, Sound Locator und anderes. Kann man hier alles schön nachschauen. Auch das Schwert kann man upgraden mit Energie, auch wie alle anderen Werkzeuge. Die Dark Pick lässt sich auch als Schaufel benutzen. Auch ziemlich praktisch. Wird auch, wenn sie empowered ist, auch stärker und schneller. Vor allem das Schwert wird halt stärker. Was man im Schwert auch drauf machen kann als Upgrade ist, dass man traveln kann. Also man kann sich einmal mit Shift und Rechtsklick teleportieren oder zu einem Travel Anchor, wie zum Beispiel dem hier, teleportieren, einfach so. Und dann ist man da. Oder man braucht nicht mal dieses Teil, sondern man kann es auch ganz normal machen und dann kann man sich mit Shift von den Travel Anchors hin und her bewegen, zu jeweiligen beliebigen. Funktioniert auch sehr gut. Um ein bestimmtes Crafting-Rezept auch noch zu automatisieren, kann man sich einen Crafter bauen. Dort legt man ein Crafting-Rezept an. Zum Beispiel Sticks. Und nun wird er, wenn dementsprechend mehr Items, wie zum Beispiel ein Item-Conduit und eine Kiste hineingelangen. Wenn man das hier so einstellt, hineingelangen, wird er das dementsprechende Item dann hier auch craften und wir können es bequem herausnehmen. Was ich glaube ich noch ganz vergessen habe, ist der Slicensplice. Denn für zum Beispiel bestimmte NDIO-Rezepte braucht man bestimmte Z-Logic-Controller oder auch andere Sachen, die man hier in diesem Slicensplice herstellt. Dazu muss man eine Schere und eine Axt beliebiger Art hineinlegen. Und schon craftet er das mit den nötigen Items durch. So, das war's jetzt von dem kleinen Mod-Tutorial von Ender.io. Wenn ihr noch Vorschläge habt, welchen Mod ich noch vorstellen soll oder wie es handelt, dann schreibt gerne in die Kommentare und schaut auch mal auf meinem Kanal vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.